Hallo ihr Lieben, ich bin hier in der Nähe der badisch-schwäbischen Grenze in der Fälscher Produktionsentwicklung. Als wir neulich bei Sascha waren, in Ratingen bei Gamble Guitars, kam uns die Idee, dass wir ein Produkt entwickeln, das sowohl für die Gitarristin als auch für die Gitarre... Jetzt hast du doch verraten. Ja. Du sollst es doch nicht verraten. Ich soll es nicht verraten. Nein. Unser erstes Produkt basiert auf einem Öl. Dieses Öl soll in erster Linie auf den Gitarrenhals, aber nicht nur. Und ich habe das Öl, das ich immer verwende, mitgebracht. Wo ist es denn? Womit? Wo ist denn? Wo hast du denn noch? Da hinten. Wo? Ums Eck. Ha, wo ist denn? So, hier. Das Waffenöl oder was? Nein, das ist kein Waffenöl. Das ist Zitronenöl und das schmiere ich auf meinen Gitarrenhals. Ich habe mich gefragt, ob es immer Lemon Oil sein muss. Die meisten Gitarristen benutzen das. Ich hätte aber gern ein Öl, das die Hände der Gitarristin gleich mitpflegt beim Seitenwechseln. Was kannst du mir denn da empfehlen? Darf ich mal erst das Öl angucken? Selbstverständlich. Okay, lass mal sehen. Was macht denn das Öl überhaupt? Das Öl reinigt den Gitarrenhals beim Seitenwechsel. Es riecht gut. Ja. Ja. Und es pflegt das Holz. Okay, also ich kenne das Öl nicht. Ich würde aber sagen, oder ich habe den Verdacht, sagen wir es mal so, dass da ziemlich viel Erdölprodukt drin ist. Also ich denke, dass das auf Mineralölbasis ist. Mineralöl, das ist super schön, wenn man einen Glanzfilm möchte. Das sieht bestimmt super gepflegt aus, aber eigentlich hat es die Eigenschaft, dass es sich auf die Oberfläche auflegt und nicht eindringt. Also so der Pflegeeffekt ist jetzt, glaube ich, dürfte mittelprächtiger sein, schätze ich mal. Auch so wie es riecht, würde ich sagen, da ist nichts echtes Ätherisches drin. Also Zitronenöl wage ich jetzt mal zu bezweifeln, dass da ein echtes drin ist. Und ob ich mir das auf die Haut schmieren möchte? Also ich komme aus der Naturkosmetik und ich möchte eigentlich auf meiner Haut, das ist ja dein Anspruch, soll ja die Gitarristinnen Hände pflegen, eigentlich nichts, was mir einen Film drauf macht und die Hände glutschig macht. Und ich möchte natürlich auch keine Erdölprodukte. Nein. Nein. Auf meiner Haut haben. Nein, nein. Okay. Gut, wir suchen nach Alternativen. Ich habe jetzt mal in meinem Haushalt geguckt, was ich an Ölen gefunden habe. Ich war im Badezimmer. Ich habe ein Haaröl und ein Sonnenöl gefunden. Was hältst du davon? Nützt es dem Holz was? Also mal davon abgesehen, dass ich denke, dass diese Produkte hier wahrscheinlich nicht weniger Mineralöl oder Paraffin oder Silikon oder sonst irgendwas enthalten, wie wahrscheinlich dein Gitarrenhalsöl. Ich weiß es nicht, aber den Verdacht habe ich. Ich glaube, das ist auch wieder, du möchtest ja, dass die Haare glutschig und flutschig werden, dass da kein Fiss entsteht. Und ich glaube, wenn du das auf deinen Gitarrenhals drauf machst, dann wird das Ganze eine ziemlich rutschige Angelegenheit und das Silikon verhindert eigentlich auch, dass irgendwelche pflegenden Öle ins Holz eindringen können. Okay, also Badezimmer war schon mal nichts. Dann war ich in der Küche und habe gefunden ein Olivenöl und ein Leinöl. Wie sieht es damit aus? Die müssen doch gut für die Haut sein. Also die sind super für die Haut, vor allem das Olivenöl. Das pflegt die Haut sehr, sehr reichhaltig. Ist sehr gut auch gegen Falten für die ältere Gitarristin. aber das Problem ist halt, gerade auch beim Olivenöl, auch beim Leinöl, dass es natürlich sehr, sehr ursprünglich sehr natürliche Produkte sind, an und für sich super. Nur, wenn du dir das auf deinen Gitarrenhals drauf machst, dann hast du wahrscheinlich nach ein paar Tagen einen ziemlich ranzigen Geruch in der Nase. Und ob das so inspirierend ist beim Gitarrespielen, das weiß ich nicht. Das Leinöl, da möchte ich jetzt nochmal genauer drauf eingehen. Leinöl wird nämlich tatsächlich in der Holzverarbeitung benutzt.
Oh, Maille, das ist nämlich anders wie jetzt zum Beispiel dein Zitronenöl für den Gitarrenhals. Tatsächlich eindringt, das Holz pflegt und aber aushärtet. Das heißt, es bildet einen Schutzfilm auf dem Holz obendrauf. Mhm. Das wäre jetzt so ein Produkt, wo ich denke, ja, da könnte man vielleicht eine Kombi machen, aber das Leinöl, extra in der dunklen Flasche, ist sehr lichtempfindlich und muss in den Kühlschrank gelagert werden. Das heißt, es wird extrem schnell ranzig und stinkt dann wiederum. Ob man das irgendwie so haltbar machen kann, dass man eine super Handpflege oder sowas in der Art hinbekommt, da müsste man ein bisschen rumexperimentieren damit. Oder vielleicht gibt es auch noch ein anderes tolles Öl, das du nicht in deinem Haushalt, deiner Küche hast, das beide Ansprüche erfüllt. Ja, also das hört sich doch schon mal ganz gut an. Also lichtempfindlich ist schlecht wegen der Bühnenscheinwerfer. Stell dir vor, du wirst ranzig auf der Bühne. Nein, das wollen wir nicht. Aber wir sind ja jetzt schon mal ein Stück weiter. Also wir brauchen ein Öl, das das Holz pflegt und die Haut, was keine Mineralölbasis hat und was aber haltbar ist. Das heißt, wir müssen forschen und uns schlau machen, wie können wir zum Beispiel das Leinöl oder ein anderes Öl haltbar machen und wie kriegen wir es zu einem guten Duft. Genau. Das machen wir im Teil 2 in der Failers Produktionsküche. Der Failers Produktionsstätte. Experimentierküche. Genau. Ja, wir lassen euch teilhaben an unserer Produktentwicklung. Macht's gut. Ciao. Ciao.